Ja, Trainer, wir schreiben den Freitag, eine ganz, ganz kurze Nacht hinter dir aufgrund der Rückreise aus Baku. Wie legt sie sich jetzt an, Vorbereitung auf unser nächstes Meisterschaftsspiel gegen Austria Lustenau? Ja, Regeneration und Schlaf ist vorrangig. Ich denke, wir müssen diese Reisestrapazen, die nicht selbstverständlich sind und auch nicht normal, wirklich bestmöglich verkraften und einfach am Sonntag dann bereit sein, den nächsten Dreier einzufahren. Jetzt kommt mit Austria Lustenau ein Gegner, der nach über zwei Jahrzehnten wieder aufgestiegen ist in die höchste Spielklasse. Rapid 2 hat letzte Saison gegen sie gespielt. Holst du da Tipps von Stefan Kulowitz oder manchen Spielern, die ja von der Zwarer-Mannschaft drauf sind? Was darf man sich von diesem Gegner erwarten? Ja, Unbekümmertheit. Sie nehmen sehr viel Risiko. Sie haben gute offensive Qualitäten, sehr gute Einzelspieler. Trotzdem, egal ob jetzt Baku oder Lustenau, wir wollen einfach zu Hause jedes Spiel gewinnen und das ist jetzt nicht anders. In der Liga haben wir eine Top-Serie gestartet. Ich hoffe, sie geht weiter mit zwei Spiele, zwei Siege, kein Gegentor, Tabellenführer. Wie groß siehst du die Chance, dass wir das nach der dritten Runde auch noch sind? Ja, es wird nicht einfach nach dieser anstrengenden Reise. Ich denke, wir haben jetzt schon einige Spiele in den Beinen. Wir werden sehen, wer dann schlussendlich wirklich frisch genug ist, um am Sonntag zu starten. Und ja, wir müssen einfach nur die Situation bestmöglich bewältigen, annehmen und unsere Pflicht erfüllen und drei Punkte einfahren. Ansonsten haben alle Spieler, die 95, 97 Minuten, glaube ich, waren es mit den Nachspielzeiten von Baku körperlich unbeschadet überstanden oder hast du neue Patienten vermelden müssen? Stand jetzt ist nichts Gröberes gekommen. Ein, zwei Sachen werden noch abgeklärt. Ich denke aber, dass das nicht allzu schlimm sein wird. Spieler, die nicht mit waren, waren zum Beispiel der Roman Kerschbaum, der hat sein Rapid-Debüt für die zweite Mannschaft jetzt vor ein paar Tagen gegeben. Auch der Yusuf Demir und der Ferdi Trüff. Gibt es bei denen schon, kann man da schon absehen, wann sie dir bei einem Spiel zur Verfügung stehen? Ja, der Roman und der Ferdi wird schon noch ein bisschen dauern. Die sind doch drei Monate oder länger verletzt gewesen. Beim Jussi hoffe ich, dass es wirklich in den nächsten Tagen dann so weit sein wird, dass er sich zurückmeldet. Hoffen wir alle. Dann hoffen wir, dass die Mannschaft noch gut regeneriert. Ihr habt jetzt noch zwei Trainingseinheiten vor euch und alle verletzungsfrei und gesund bleiben. Danke. Dankeschön.